Hallo und herzlich willkommen zum unfairsten Fotovergleich, den es gibt. Ich habe vor kurzem ein paar Sachen drucken lassen und wie es der Zufall so wollte, habe ich das dann bei 3 verschiedenen Diensten drucken lassen. Es war wirklich keine Absicht, einen Vergleich zu machen, aber dann habe ich mir gedacht, als ich die Bilder dann hatte, eigentlich wäre es cool, das zu vergleichen. Einfach mal, um zu sehen, wie die Unterschiede sind. Mir ist schon klar, der Vergleich macht natürlich nicht so viel Sinn. Alle Produkte haben natürlich verschiedene Aufgaben und verschiedene Schwächen und Stärken. Aber darüber reden wir auch gleich. Jetzt schauen wir uns mal, was ich habe. Und zwar folgendes. Also, ich habe bald eine Ausstellung und für diese Ausstellung brauche ich Demo-Material sozusagen. Also einfach nur mal, um im Raum zu simulieren, wo welches Bild hängt und welche Bildauswahl und so weiter. Und um zu sehen, wie die farblich harmonieren, dafür brauche ich jetzt kein High-End-Bild eigentlich. Und deswegen habe ich so ein paar Quick-and-Dirty-Sachen drucken lassen. Zum einen bei DM, also Fotoparadies heißt es ja bei denen, dann bei Saal Digital und dann vergleichen wir das mit Fine Art Prints, die ich von Whitewall habe. Und das ist echt krass. Also der Unterschied ist wirklich krass. Gut, also ich habe hier... Die günstigsten Bilder sind natürlich von DM, Sofortbildfotos, die haben nicht viel gekostet, ich komme gleich auf den Preis zu sprechen. Dann haben wir eben diese Fotoabzüge von Saal Digital und dann haben wir mein Portfolio mit richtigen Fine Art Prints. Wir können auch mal 2 nehmen, ein Farbbild und ein Schwarz-Weiß-Bild vielleicht und dann vergleichen wir. Ich bin hier voll eingebaut, ey, mit diesem Stativ und so. Aber ich wollte unbedingt eine Top-Down-Sicht haben und deswegen, ja, wir werden sehen. Das günstigste ist natürlich das Bild von DM. Hat natürlich auch den Vorteil, also die Vorteile. Es ist super günstig, man hat es sofort, es ist ja Sofortbild. Ja, das sind eigentlich die 2 Vorteile. Dann Saal Digital kommt an 2. Stelle preislich. Man wartet allerdings ein paar Tage, nicht lange, die sind echt mega schnell, das muss man wirklich sagen. Ich glaube 1-2 Tage, je nachdem zu welcher Jahreszeit und so, auf Weihnachten zu, wird es immer ein bisschen länger, aber die Qualität erstaunlich gut, muss ich sagen. Und ja, das hier dauert am längsten, kostet am meisten, Fine Art Prints, kosten einfach viel Geld, sehen aber halt geil aus und sind sehr langlebig und ist halt so das Nonplusultra, wenn ihr Fotos drucken wollt und eure Bilder so maximal gut darstellen wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall Fine Art Prints. Aber dann suchen wir mal ein Bild aus. Achso, preislich. Ja, das machen wir gleich. Hier ist es. Dann machen wir das doch so, damit wir da was sehen können. Wir das hier drauf. Also ich hoffe, das Bild ist jetzt richtig drin. Okay, meine Mappe hier. Ich liebe diese Mappe. So, das ist der Fine Art Print. Der hat einen super Dynamikumfang und das Bild sieht halt genauso aus, wie ich es am Rechner habe. Also ich habe es genauso entwickelt, eingestellt, bearbeitet und so weiter auf einem kalibrierten Bildschirm. Es gibt halt keine Überraschung, wenn man es bestellt. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, das heißt, es ist auch eine schöne Schwarz-Weiß-Konvertierung. Manche billigen Schwarz-Weiß-Drucke haben dann einen Farbstich zum Beispiel. Vielleicht sieht man das ja hier auch. Okay, man sieht auch komplett den Dynamikumfang, also man hat tiefe Schwärzen, man hat diese Mitteltöne und diese Highlights. Die ganzen Details sind alle noch vorhanden, das ist auch sehr wichtig. Das ist jetzt hier ein Fine Art Barita oder Barita Paper, 100% Baumwolle, Semi-Gloss. Ich bin immer so ein Freund von nicht zu glänzendem Papier. Kommt aber eigentlich aufs Bild an und auf den persönlichen Geschmack. So, dann haben wir den Druck von Saal Digital. Natürlich, die Größe kann man jetzt natürlich nicht so unbedingt vergleichen, aber... Und erstaunlicherweise ist die Qualität von diesem kleinen Druck, von diesem kleinen Fotoabzug richtig gut, finde ich. Also der Dynamikumfang zum Beispiel, der ist komplett da. Und ich bin wirklich überrascht, weil auch die Ausgangsdatei war nicht so groß. Ich habe das hier, glaube ich, steht jetzt nicht drauf, aber wahrscheinlich 2500 Pixel lange Seite. So speichere ich meistens meine Bilder für die Website.
und also sRGB-Farbraum und genau. Und das hier basiert auf einem TIFF mit ICI-RGB-V2-Farbraum, einfach ein größerer Farbraum, um halt möglichst viel Information zu haben für den Druck. Naja, das ist auf jeden Fall super simpel und das ist halt more advanced, wenn man so will. Und ich finde, die Qualität ist echt erstaunlich gut. Und hier ist aber auch das, was ich vorhin erzählt habe, was man hier sieht. Und zwar hat das günstigere Bild einen deutlichen Farbstich. Erstaunlicherweise in eine Gelbrichtung. Und das Papier ist natürlich jetzt auch nicht so super speziell, aber es ist immer noch sehr gut, finde ich. Von dem her. Und preislich ist es auch gar nicht so teuer. Wie gesagt, die Preise sage ich gleich. Genau, also auch kompletter Dynamikumfang. Ich war wirklich überrascht, muss ich sagen. So, und wo ich auch überrascht war, aber auf die andere Art und Weise, waren die Sofortbilder von DM. Das haben wir hier. Ich hoffe, man sieht's. Ich tue es mal hier. Dieses Bild ist richtig krass, aber halt im negativen Sinne. Also klar, wie gesagt, der Vorteil, man hat sofort und man muss auch ehrlicherweise sagen, für den Zweck, für den ich es gebraucht habe, hätte es eigentlich auch gereicht. Also da ging es ja wirklich nicht um jetzt die Qualität des Bildes zu sehen, sondern einfach nur so ganz grob, ob es zusammenpasst. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich mir Fotos machen lassen will, um die dann irgendwo einzukleben oder so, dann ist das keine gute Alternative. Man hat die zwar sofort und die sind super billig, aber die sehen halt auch so aus, leider. Zum einen ist da anscheinend irgendeine Autokorrektur aktiviert, die die Tiefen hochzieht. Weil das Ausgangsmaterial hat halt normalerweise, ist halt ein bisschen moody und hat halt ziemlich viele dunkle Mitten und Tiefen. DM hat versucht, das automatisch zu korrigieren. Dadurch reißen komplett die Lichter aus. Also hier in der Stirn, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber der Dynamikumfang ist einfach nicht da. Es reißen die Lichter aus, es wird einfach weiß, da ist keine Information mehr. Das ist richtig schlecht. Und die ganze Stimmung geht verloren. Also die Stimmung ist weg, das Bild sieht auf einmal total räudig aus, also wirklich richtig billig, weil es so hoch gepusht wurde. Dann hat man auch noch einen Farbschub. Ja, und das mag ich überhaupt nicht. Also wenn man seine Sachen irgendwo drucken lässt und dann wird da nochmal eingegriffen und ich habe wirklich keine Korrekturoption angemacht oder so. Das kann man ja teilweise machen. Das lasse ich ja immer aus, weil ich ja natürlich mir vorher schon Gedanken gemacht habe, wie das Bild aussehen soll. Und natürlich will ich dann es genauso haben, wie ich es halt eingestellt habe. Ja, das fand ich richtig krass. Preislich. Bei dem Fine Art Print von Whitewall ist natürlich A3 und eigentlich ist es eine ganze Seite. Ich habe halt hier jetzt auf einer Seite zwei Bilder, aber das ist egal, das spielt keine Rolle. Der Preis richtet sich ja nach dem Format und Papier. Da kostet eine Seite 20,96 Euro. Bei Saal Digital, dieser kleine Fotoabzug, 13x18, kostet eine Seite oder ein Bild 29 Cent. Und bei DM haben wir 10x15 in dem Fall. Da kostet eine Seite oder ein Blatt 9 Cent. Auch matt, das sind alles matte Papiere. Genau, also 20,96 Euro, 29 Cent, 9 Cent. Riesenunterschied, ich weiß, der Vergleich hinkt sehr, weil es ist halt einfach, sind unterschiedliche Formate und so weiter. Aber ich finde es trotzdem interessant. Hier nochmal, weil ich es gerade in der Hand habe. Hier sieht man noch das zweite Bild. Und das besticht ja vor allem durch seine Tiefen. Und da ist der Saaldruck, dieser kleine hier, auch nochmal sehr gut. Aber halt leider auch immer mit diesem Farbschub. Ich kann mal kurz suchen, wie das bei DM aussah. Ja, hier ist es auch nochmal richtig übel, ey. Das ist einfach total krass. Das Bild ist einfach kaputt. Es ist wirklich kaputt. Also hier der Fine Art Print. Sehr viel Zeichnungen und Details. Und wo es keine Zeichnungen gibt, hier oben in den Haaren, da wollte ich auch keine. Das habe ich einfach auch so retuschiert. Genau, hier wieder das gleiche Bild. Voller Dynamikumfang. Nur ein Farbstich in gelben. Ich weiß auch nicht, wie gut man das im Video sieht. Natürlich, das kommt natürlich dazu hier. Ich habe es ja aufgenommen und dann wird es nochmal entwickelt und hier
bei YouTube hochgeladen, komprimiert und so, aber den Unterschied sollte man trotzdem sehen. Und dieses Bild, was DM da draus gemacht hat, ist halt also eine Katastrophe. Das hat nichts mehr mit dem Original zu tun. Diese ganze Zeichnung, alles weg, sieht richtig scheiße aus. Ja. Aber hat auch nur 9 Cent gekostet. Okay, dann mal Farbe. Das ist sehr farbig. Nimm mal dieses Porträt von Nina Chuba. Da bin ich mal selbst gespannt. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie es aussieht. Druck von Saal Digital daneben. Sieht schon sehr gut aus auch. Auch die Grüntöne. Es ist so ein bisschen grauer, habe ich das Gefühl, aber minimal. Also das sieht schon auch sehr gut aus. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Bild aussieht von DM. Vielleicht sind ja die Farben besser. Vielleicht kann es mit Farbbildern besser umgehen. So, und hier ist das Farbbild von DM. Auf den ersten Blick keine Vollkatastrophe, würde ich sagen. Aber wenn man mal genau hinschaut, also jetzt mal hier das High-End-Bild verglichen mit dem Billigdruck, dann sieht man Folgendes. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass manche Leute auf den ersten Blick sagen würden, das gefällt mir besser, weil es ein bisschen heller ist und gesättigter. Und Leute tendieren dazu, gesättigte Bilder schöner zu finden. Aber das ist halt nicht die Idee. Das ist halt bei dem Bild so. Und wenn man mal genau hinschaut, sieht man, dass diese Farben hier völlig übersättigt sind in den Rändern. Das läuft richtig zu. Auch dieses Rot hier. Dadurch verliert man die Details. Und auch wieder der Dynamikumfang von dem Papier und dem Druck. Ich weiß auch nicht, was für ein Druckverfahren das ist. Ich glaube, das ist so ein Thermodruck oder so. Wenn man sich mal dieses Highlight hier ansieht auf der Nase, wie das hier ausgebrochen ist und hier so komische Farbpfützen sich bilden, ja, sieht einfach nicht gut aus. Und hier auf der Nase hat man so eine richtig feine Graduierung von Grün zu Gelb. Und man sieht die ganzen Zwischenstufen halt noch und die reißen hier halt völlig aus. Auch hier die Highlights, der Dynamikumfang sieht man hier auch nochmal sehr gut. Oh, hoffentlich mache ich das immer nicht. Hier sieht man auch, wie das hier ausreißt und hier unten, wie noch alles da ist. Oder hier oben bei dem Highlight sieht man auch noch, wie da eigentlich noch gelb drin ist. Und hier wird es einfach weiß, weil dann einfach der Spielraum nicht mehr da ist. Ja. Aber daneben das Bild von Saal, das hat es alles noch. Das hat noch dieses Gelb, das hat auch die Abstufung. Auch hier unten. Und das fehlt hier halt einfach komplett. Und es wird auch wieder künstlich aufgehellt. Das finde ich, das geht eigentlich gar nicht. Ja. Ja. Aber preislich eben ein Riesenunterschied und eben verschiedener Anwendungszweck. Anders kann man es gar nicht sagen. Ja. Das ist noch ein Bild. Die finde ich auch total krass, wie schlecht die aussehen. Hier ist halt die volle Information vorhanden. Hier sogar in diesen super schwarzen Tiefen, sieht man vielleicht im Video jetzt nicht, ist sogar noch Zeichnung, obwohl ich das extra minimal gemacht habe. Aber in der Variante von DM, da ist halt einfach gar nichts. Ich weiß nicht, ob man das erkennt auf der Kamera, aber das sieht halt einfach aus wie ausgeschnitten. Also da ist keine Haut mehr. Und die Hände auch, ey, das sieht so schlimm aus. Und Saal hat dann aber wieder das Gleiche, also gute Qualität,
aber halt auch wieder mit einem leichten Farbstich. Was ich aber gar nicht so schlimm finde. Also jemand, der wirklich 1:1 Abbildung will, der macht sich eh richtige Drucke. Diese 29 Cent Abzüge von Saal, die sind auf jeden Fall gut genug für jedes Fotoalbum. Also auch absolut. Sehr gut. Jetzt habe ich hier mal ein Chaos veranstaltet. Ups. Der lauter Fotos. Durchmischt jetzt. Diese DM-Bilder, ey, die sind so schlimm. Na gut, dann vielen Dank für das Video. Wenn es euch gefallen hat, liked doch das Video und abonniert doch den Kanal. Da kommt in Zukunft noch mehr. Zum Beispiel arbeite ich gerade an dem Video, wie ich diesen Schreibtisch hier umbaue. Oder mein Arbeitsplatz kommt auch irgendwann. Dann gibt es noch ein paar andere Bilder zur Ausstellung vielleicht auch und so weiter. Videos meine ich, zur Ausstellung und so weiter. Ja, genau. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.